Hallo, siehst du uns? Nein? Ah, aber jetzt. Herzlich willkommen bei der Fachhochschule Vorarlberg zur Kinderuni. Das ist mein Assistent und Jungforscher Marcel. Hallo. Und ich heiße Arno. Ich bin in der Photonics-Abteilung von V-Research tätig. Weißt du, was Photonics ist? Photonik heißt auch Physik, oder? Stimmt. Die Photonik befasst sich mit den Grundlagen und der Technologie und den Anwendungen und dem Verfahren von Licht und elektromagnetischen Wellen. Also genau, was man mit Licht machen kann. Licht ermöglicht erst sehr viele verschiedene Technologien und Anwendungen, die wir heute benutzen. Und es ist vor allem auch der Grund, wieso sich das Leben bei uns auf der Erde so entwickelt haben, wie wir es heute kennen. Das gilt für alle Lebewesen, vom Einzeller bis zu riesigen Bäumen, bis zu gigantischen Walen, zu bunten Vögeln und kuriosen Chamäleons. Und schließlich auch für die Primaten, inklusive uns Menschen, wie dich, 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 Marcel und mich. Wir erzählen euch deshalb heute, was Licht und Leben miteinander zu tun haben. Seid ihr bereit? Offensichtlich. Dann starten wir. Dann beginnen wir nun mit unserer kleinen Zeitreise vom Anfang des Lebens auf der Erde in der Urzeit. Forscher haben inzwischen herausgefunden, dass das erste Leben vor über 3,4 Milliarden Jahren entstanden ist. Und es hat sich nur so entwickelt durch das Licht der Sonne, die damals nur 6 Stunden am Tag schien und noch wesentlich schwächer war als heutzutage. Der Himmel war anders, nicht blau. Ja, er war anders als heute, weil auch noch andere Gase in der Luft waren. Soll ich dir erklären und zeigen, wieso der Himmel blau ist und das Abendrot und der Sonnenuntergang so orange, so schön? Ja, bitte, sehr gerne. Ja, dann sehen wir aber uns zuerst einmal an, was Licht überhaupt ist. Unser natürliches Tageslicht kommt von der Sonne. Und Licht macht allerdings nur einen sehr kleinen Teil des gesamten Spektrums aus, das von der Sonne ausgeht. Genau gesagt ist es nur der Teil, den wir Menschen sehen können. Wissenschaftler beschreiben Strahlung als elektromagnetische Welle. Somit ist Licht ebenfalls eine elektromagnetische Welle und damit erklären sie komplizierte Vorgänge wesentlich besser. Für uns ist aber im Moment nur wichtig zu wissen, dass Wellen immer eine Wellenlänge haben. Weißt du, was das bedeutet? Ja, das ist der Abstand zwischen zwei Wellenbergen. Genau, das ist dieser Abstand zwischen zwei Wellenbergen. Stimmt, dabei ist Rot die längste Wellenlänge und Blau die kürzeste Wellenlänge. Alle anderen Farben liegen dazwischen. Ja, genau so ist es. Von der gesamten Strahlung kommt allerdings nur ein sehr kleiner Teil auf der Erde direkt an. Ein Teil wird in der Atmosphäre reflektiert, ein Teil absorbiert und ein Teil wird gestreut. Aber was hat das mit der Farbe des Himmels zu tun? Das siehst du gleich, wenn wir simulieren, was Lord Rayleigh entdeckt hat, nämlich die Rayleigh-Streuung, die der Grund dafür ist, dass der Himmel tagsüber blau ist. Ja, das wird sehr spannend. Wenn ihr das Experiment zu Hause nachmachen wollt, findet ihr eine Anleitung im Internet. Für dieses Experiment haben wir den Raum verdunkelt. Jetzt schalten wir zuerst die Taschenlampe ein. Und du gibst ganz wenig Milch hinein. Stopp, das genügt. Magst du es etwas durchmischen? Mhm. So. Gut, das genügt. Und jetzt sehen wir es uns einmal an. So, Marcel, wie du siehst, wenn das Licht hineinkommt, auf der linken Seite
wird durch die Streuung alles etwas bläulich, weil das blaue Licht abgelenkt wird. Das blaue Licht kommt gar nicht über die ganze Strecke hinüber und deshalb haben wir auf der rechten Seite rot-orange, so wie es der Abend in der Abendsonne dann ist. Und was siehst du, wenn du von vorne drauf schaust? Von der anderen Seite? Ich sehe so gelb. Genau, dann siehst du es gelb-orange. Wie am Abend beim Sonnenuntergang. Ohne die Atmosphäre hätten wir keine Rayleigh-Streuung und der Himmel wäre schwarz und wir würden nur das direkte Licht der Sonne sehen. Mit der Rayleigh-Streuung hingegen, was sehen wir hier? Welche Farbe hat der Himmel hier? Natürlich blau. Marcel, magst du noch einmal ganz kurz erklären, was es mit der Rayleigh-Streuung auf sich hat? Durch die Rayleigh-Streuung wird blaues Licht stärker gestreut als rotes Licht. Darum ist an einem schönen Tag der Himmel blau und so entsteht das Abendrot, wenn der Weg des Lichts durch die Atmosphäre lang ist. Super gemacht, Marcel. Kommen wir doch jetzt zurück zu den Einzellern vor etwa 3,4 Milliarden Jahren. Einige Nachfahren, die Cyanobakterien, gibt es heute noch. Und sie sind immer noch wichtig für unser Ökosystem. Das Leben zu dieser Zeit hatte mit dem heutigen Leben eben noch nicht sehr viel zu tun. Aber die Cyanobakterien veränderten die Erdatmosphäre so, dass wir heute hier leben können. Von den Cyanobakterien wurde der Sauerstoff freigesetzt, den wir zum Atmen benötigen. Vorher gab es kaum Sauerstoff auf der Erde. Lange Zeit hatten wir gerade mal knapp 1% Sauerstoff. Dann ein langsamer Anstieg auf 3% und erst gegen den Schluss einen starken Anstieg, kurzfristig auf über 30% und mit ein wenig Auf und Ab zum heutigen Sauerstoffgehalt von 21%. Und das alles machte die Cyanobakterie, andere Pflanzen durch Photosynthese. Photosynthese, was ist das? Warum machen Pflanzen das? Ganz einfach. Pflanzen benötigen genauso wie wir Nahrung. Nur Pflanzen können das aus Licht, aus der Erde und aus der Luft selbst erzeugen. Wir brauchen Nahrung zum Leben, Pflanzen brauchen Nahrung zum Leben. Aber interessiert dich, wie man darauf gekommen ist, wie Photosynthese funktioniert und was es ist? Dann schauen wir uns das an. Der Theologe, Lehrer und Wissenschaftler Joseph Priestley entdeckte 1772, also genau vor 250 Jahren, wie Photosynthese funktioniert. Sehen wir uns eine Animation dazu an. Joseph Priestley verwendete für diesen Versuch eine Glasglocke, eine Kerze, eine Topfpflanze, Mäuse und viel Sonnenlicht. Das Experiment verlief für einige Mäuse leider sehr unerfreulich. Priestley setzte zuerst eine brennende Kerze unter eine luftdicht abgeschlossene Glasglocke. Schon nach kurzer Zeit erlosch die Kerze. Danach setzte eine Maus unter die Glasglocke. Nach einiger Zeit wurde die Maus ohnmächtig. Noch rascher geschah das, wenn er zugleich eine brennende Kerze unter die Glasglocke gab und schlussfolgerte schließlich daraus, die Luft wurde verdorben. Dann wollte er sehen, was mit einer Pflanze geschehen würde, wenn er sie dieser verdorbenen Luft aussetzte. Die Pflanze starb nicht, sie wuchs sogar. Und als er dann eine Maus mit einer großen Pflanze zusammen unter die Glasglocke setzte, überlebten beide. Nicht einmal die brennende Kerze erlosch, als er sie hinzufügte. Da schloss Priestley, dass die Pflanze verdorbene Luft reinigen konnte. Sie musste der Luft wieder den Bestandteil, ein Gas, zurückgeben, den die Maus zum Leben und die Kerze zum Brennen benötigte. Ohne zu wissen, wie es genau funktionierte, entdeckte er so die Photosynthese. Und 2 Jahre danach identifizierte er das Gas als Sauerstoff. Sehen wir nun, ob wir Joseph Priestleys Versuch bestätigen können.
Marcel, du hast ja schon einmal alles vorbereitet. Da ist ein CO2-Messgerät und ein Glas mit der Kerze. Würdest du bitte die Kerzen anzünden? Jetzt zeigen die beiden CO2-Messgeräte den natürlichen CO2-Gehalt unserer Luft. Jetzt schließen wir beide Deckel und warten, was geschieht. Sehr gut. Was zeigen die zwei CO2-Messgeräte, Marcel? 444. Sehr gut. Also ein ganz normaler CO2-Wert für frische Luft mit viel Sauerstoff. Jetzt müssen wir einige Minuten warten, was geschehen wird. Jetzt bin ich aber gespannt, was in unserem Experiment passiert ist. Oh! Ja, was wir sehen ist, die Kerzen sind erloschen und der CO2-Gehalt steigt deutlich an. Durch die beiden Kerzen wurde der Sauerstoff in den Gefäßen verbraucht. Die Messgeräte zeigen einen Wert von beinahe 5000 ppm. Das ist der Maximalwert, den diese Geräte messen können. Aber wieso beide? Das war bei Pöstle aber anders. Das ist richtig. Aber unsere kleinen Pflänzchen können nicht so rasch genügend Sauerstoff zubereiten, wie es notwendig wäre. Deswegen ist auch die Kerze bei den Pflanzen erloschen. Jetzt müssen wir noch wesentlich länger warten, weil was jetzt geschieht, dauert mehrere Stunden. Nach einer halben Stunde ist der CO2-Wert im Gefäß mit der Pflanze wieder etwas gesunken. Die Pflanzen verbrauchen also wirklich CO2 und produzieren O2. Im Gefäß ohne Pflanze ist der CO2-Wert praktisch gleich wie vorher. Stimmt genau. Aber schau her, was nach 3 bis 4 Stunden passiert. Der CO2-Wert im Gefäß mit der Pflanze ist wieder ganz niedrig. Ja, wieder ein ganz normaler Wert für unsere Atmosphäre. Ohne Pflanzen ist er aber immer noch unverändert hoch. Stimmt auch. Was denkst du? Können wir damit Joseph Priestleys Entdeckung bestätigen? Ich glaube schon. Na, dann machen wir gleich einmal mit den Tieren und dem Licht weiter. Aber vorher möchte ich, dass du mir vielleicht noch kurz zusammenfasst, was du bisher über Pflanzen und Licht gelernt hast, Marcel. Die ersten Lebewesen wie Cyanobakterien lebten vor mehr als 3,4 Milliarden Jahren. Sie machten das heutige Leben erst möglich, indem sie mit Licht aus CO2 den O2 freizusetzen, den wir zum Leben brauchen. Das passierte schon damals gleich wie heute durch die Photosynthese, die Joseph Priestley vor 250 Jahren entdeckt hat. Ganz genau. In der verbleibenden Zeit kann ich dir allerdings nur wenig über die Tiere und das Licht erzählen. Ich schlage vor, wir konzentrieren uns dabei auf das Sehen und starten mit der grundlegenden Frage, die im Hintergrund eingeblendet ist. Was ist Sehen? Was macht ein Auge aus und wie funktioniert es? Weißt du, was Wissenschaftler als Sehen bezeichnen? Na, die einfachste Definition lautet, Sehen ist der Prozess der Aufnahme von sichtbarem Licht durch das Auge und die Weiterverarbeitung der von der Netzhaut ausgelösten Nervenimpulse im Gehirn zu Bildern. Es braucht dazu also Augen, Nerven und ein Gehirn? Ja, darum können nur mehrzellige Tiere sehen, manche besser als andere. Ganz wichtig ist dabei auch das Resultat. Ein Bild. Wie gut dieses Bild ist, wie scharf, wie bunt. So verschieden sehen Tiere und Menschen. Die Verarbeitung im Gehirn ist sehr kompliziert. Deshalb zeige ich dir heute eben nur, was im Auge passiert. Einverstanden? Ja.
Von verschiedenen Typen an Augen, die die Evolution hervorgebracht hat, werden wir nur drei betrachten. Das Flachauge, das Lochauge und das Linsenauge. Deren Unterschied können wir sehr gut mit einer Digitalkamera zeigen. Und du kannst mir dabei helfen. Magst du? On, up. Sehr gut. Dann starten wir mit dem Flachauge. Das Flachauge entspricht einer Kamera ohne Objektiv, ohne Linse, mit gar nichts. Was kannst du auf dem Monitor erkennen, wenn du mich anschaust? Weiß. Richtig. Das Flachauge kann nur hell und dunkel unterscheiden. Jetzt setzen wir diese Blende davor mit einem winzigen Loch drin. Das entspricht dem Lochauge. Und jetzt kannst du damit auch ein Foto von mir machen, wenn du willst. Ja, sehr gut. Ja, da sieht man ein Bild. Tatsächlich? Super. Schon einmal nicht schlecht. Jetzt wechseln wir zu einem Objektiv. Das entspricht dem Linsenauge, das wir haben, das Wirbeltiere haben, aber auch manche andere Tiere. Jetzt kannst du noch einmal ein Foto machen und es vergleichen. Gut, und jetzt erkennst du noch einen Unterschied? Es sieht schärfer aus. Richtig. Das Linsenauge hat viele Vorteile. Es ist deutlich schärfer, verwendet, nutzt das Licht wesentlich besser und ist das Auge, das sich in der Evolution am weitesten entwickelt hat. In einem Punkt funktionieren Linsenauge und Lochauge gleich. In beiden Fällen gibt es lichtempfindliche Zellen, quasi einen Sensor, wie bei einer Kamera. Die Netzhaut besteht aus vielen lichtempfindlichen Zellen, die über Nervenbahnen zusammengefasst die Information ans Gehirn liefern. Dort entsteht daraus ein Bild. Beim Menschen enthält sie einerseits Stäbchen, die für das Hell-Dunkel-Sehen verantwortlich sind, andererseits Zäpfchen, die für das Farbsehen verantwortlich sind. Jeweils einen Zapfen für Rot, Grün und Blau. Tiere können sehr unterschiedlich sehen. Die folgende Grafik zeigt dir die Unterschiede zwischen uns Menschen und verschiedenen Tieren. Hunde und Pferde sehen also kein Rot, Bienen auch nicht, aber dafür sogar UV-Licht. Ganz genau. Und Vögel sehen sogar beides sehr gut, UV-Licht. Aber wieso sehen Tiere so unterschiedlich und was haben Vögel davon, sogar UV-Licht zu sehen? Ja, Vögel haben einen vierten Zapfen. Eben für UV-Licht, zusätzlich zu unseren drei Zapfen. Viele Säugetiere hingegen haben sogar nur zwei Zapfen. Pferde und Hunde zum Beispiel. Es gibt aber auch Tiere, die nur einen Zapfen haben, wie viele Wale und Robben. Und es gibt Primaten, die nachtaktiv sind, die haben gar keine Zapfen. Sie sehen nur schwarz und weiß, nur hell und dunkel. Wie ein schwarz-weißes Foto? Ganz genau so. Und im Gegensatz dazu gibt es den Fangschreckenkrebs. Das ist der derzeit bekannte Rekordhalter mit verschiedenen Farbsensoren. Er besitzt 12 verschiedene Rezeptoren. 8 für uns im sichtbaren und 4 im UV-Lichtbereich. Wie viele Farben sieht er denn? Wie sieht die Welt für den wohl aus? Das wissen wir nicht. Das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Ja, für einige Tiere und natürlich für uns Menschen haben die Wissenschaftler schon eine sehr gute Vorstellung, wie sie die Welt sehen. Wieso Menschen? Sehen die nicht alle gleich? Nein, überhaupt nicht. Hast du schon einmal etwas von Rot-Grün-Blindheit gehört? Ja, schon, aber ich kann mir nicht viel darunter vorstellen.
dann sehen wir uns das ganz einfach im Internet einmal an. Dort gibt es dafür zahlreiche Möglichkeiten, das zu simulieren. Diesen Simulator für Rot-Grün-Sehschwäche finde ich besonders gut. Wenn wir hier den Regler langsam nach oben schieben, dann sollten wir langsam einen Unterschied erkennen. Also ich sehe schon etwas. Ich sehe auch etwas. Ich sehe die Zahl 23. Sehr gut. Weil wenn wir erst bei einer Reglerstellung von 20% etwas erkennen würden, hätten wir bereits eine Farbsehschwäche. Das entspricht dem, was Pferde oder Hunde sehen und was auch rot-grün-blinde Menschen sehen, ist, egal wie hoch der Regler steht, immer das Bild, das wir bei 0% gesehen haben. Selbst wenn wir es jetzt auf die vollen 100% Farbintensität stellen würden. Können wir das mit einigen Bildern versuchen? Natürlich. Dann sehen wir uns einmal mit den Bildern an, wie es eine Abendstimmung, ein Chamäleon und ein bunter Vogel für Rot-Grün-Blinde aussieht. Was hältst du davon? Das sieht aber wirklich ganz anders aus. Irgendwie nicht so toll, langweilig, unnatürlich. Stimmt, das finde ich auch. Jetzt zeige ich dir noch kurz, wie Wissenschaftler vermuten, wie Vögel oder Bienen eine Blume sehen. Zu zeigen, wie sie UV-Licht sehen, ist viel schwieriger. Links siehst du die Blüte, wie wir sie sehen. Rechts ein reines UV-Foto als Schwarz-Weiß-Aufnahme. In der Mitte eine Kombination beider Bilder. So kontrastreich und intensiv können die Blüten für einen Vogel oder eine Biene aussehen. Bienen oder auch Vögel werden so besser zum Nektar bei den Blüten geleitet. Besonders interessant finde ich persönlich aber, wie Greifvögel, etwa Bussarde, das UV-Sehen nutzen. Der Bussard hat zudem in der Mitte der Netzhaut viel mehr Sehzellen. Praktisch ein integriertes Fernglas. Kombiniert mit dem UV-Sehen ist das der besondere Vorteil bei der Jagd nach Mäusen. Das UV-Sehen wirklich? Wieso denn? Frischer Mäuseurin reflektiert UV-Licht, die Umgebung aber nicht. Es gibt aber noch eine besondere Sehfähigkeit der Vögel. Ich weiß zwar, dass du mir das schon einmal gezeigt hast, erinnere mich aber nicht mehr genau. Dann erinnere ich dich ganz einfach daran, dass manche Tiere sogar polarisiertes Licht erkennen. Und was polarisiertes Licht ist, weißt du. Wie du weißt, ist Licht eine elektromagnetische Welle. Was wir sehen, sind aber sogar sehr viele solche Wellen. Jede einzelne dieser Wellen schwingt in eine andere Richtung. Eine von links nach rechts, eine von oben nach unten. Und das ist nicht polarisiertes Licht. Im Gegensatz dazu, wenn alle Lichtstrahlen genau in derselben Ebene schwingen, beispielsweise nur von oben nach unten, was haben wir dann? Was glaubst du? Wenn du so fragst, wahrscheinlich polarisiertes Licht. Ha, genau. So ist es. Die besondere Eigenschaft des polarisierten Lichts wird in der Technik genutzt, aber auch von manchen Tieren. Schon, aber wie nützen das die Vögel wirklich? Okay, Marcel, du weißt ja, dass Licht in der Atmosphäre gestreut wird, aber sie wird nicht nur gestreut, sondern zugleich auch polarisiert und erzeugt ein ganz spezielles Polarisationsmuster. Manche Tiere können dieses Muster erkennen. Vögel und einige andere Tiere sehen es aber nicht. Doch, eben Vögel und Tiere sehen es. Wir können es nicht sehen.
Und wir können es auch nicht mit einer Kamera nachbilden. Mit diesem Muster können Sie erkennen, wo genau die Sonne steht. Aha, dann erkennen die Vögel so auch an trüben Tagen, wo die Sonne ist. Und wo Sie selber auf der Erde sind, können Sie dadurch bestimmen. Wir benötigen dazu immer Instrumente als Hilfsmittel. Ein einfaches ist der sogenannte Sonnenstein, der Wikinger. Hast du schon davon gehört, Marcel? Nein, was ist das? Es ist ein Kristall. Es gibt zwar jede Menge Hinweise darauf, dass die Wikinger mit diesem Kristall bereits navigiert haben und den Weg gefunden haben, aber es gibt keinen einzigen hundertprozentigen Beweis dafür. Sie sollen ihn bereits vor über 1000 Jahren auf dem Meer genutzt haben. Spannend, wie haben Sie das gemacht? Der Doppelspat polarisiert das Licht zwar auch, aber für diesen Zweck viel wichtiger ist seine Doppelbrechung. Doppelbrechung? Bei der Lichtbrechung wird der einfallende Lichtstrahl in zwei Lichtbündel aufgespalten. Siehst du die zwei verschiedenen Bilder, wenn wir einen Text durch den Doppelspat betrachten? Ja. Eben. Das Geheimnis ist, dass diese zwei Bilder nur unter einem bestimmten Winkel und bei einer bestimmten Voraussetzung gleich hell sind. Nämlich nur, wenn der Stein exakt zur Lichtquelle ausgerichtet wird. Um Helligkeitsunterschiede besser zu erkennen, wird auf der zur Sonne gewandten Seite des Steins ein Punkt aufgebracht oder aufgemalt. Das erzeugt zwei Schatten, die gleich dunkel sind, wenn der Stein exakt in Richtung der Sonne ausgerichtet ist. Das funktioniert sogar, wenn die Sonne im Nebel oder hinter Wolken verschwunden ist. Ein Navigator kann so seine Position bestimmen. Mich würde jetzt interessieren, was bei unserem Ausflug in die Tierwelt und dem Einfluss des Lichts am spannendsten für dich war, woran du dich erinnerst. Eigentlich war alles interessant. Wie verschiedene Augen funktionieren. Ich bastle sicher mit Pappe so eine Lochkamera. Besonders toll fand ich, wie Vögel UV-Licht sehen, was das ihnen nützt und dass sie mit dem polarisierten Licht des Himmels sogar bei schlechtem Wetter wissen, wo sie sind. Schön. Zum Schluss möchte ich dir aber auch noch rasch erzählen, warum Licht nicht immer nur günstig für Menschen, Tiere und Pflanzen sein kann. Menschen sind tagaktiv und schlafen in der Nacht. Ungestörter Schlaf ist für unseren Körper und für uns sehr wichtig. In dieser Zeit erholen wir uns und regeneriert sich der Körper. Das richtige Licht zur passenden Tageszeit kann den Schlaf fördern, verbessern und so zu unserer Gesundheit positiv beitragen. Aber falsches Licht zur falschen Zeit kann uns von einem gesunden Schlaf abhalten. Mit künstlicher Beleuchtung machen wir Menschen bereits seit längerer Zeit die Nacht zum Tag. Wir sehen das sehr gut aus dem Weltall. An den zwei Bildern, die ich hier habe, die den Unterschied zwischen 1992 und 2010 darstellen. Und inzwischen sind noch einmal 10 Jahre vergangen. In Städten und deren Umgebung wird es nie mehr richtig dunkel. Das ist aber nicht immer und überall erwünscht. Dann spricht man von Lichtverschmutzung. Viele Menschen arbeiten regelmäßig bis spät am Abend und schlichtweg sogar die ganze Nacht. Das macht Mama im Krankenhaus auch manchmal. Ganz genau. Ohne Kunstlicht wäre das nicht möglich. Untersuchungen haben aber leider ergeben, dass zu häufiges Arbeiten bei Nacht langfristig schlecht für die Gesundheit sein kann, weil der angeborene Tages- und Nachtrhythmus gestört wird und der erforderliche Schlaf fehlt. Allgemein sagt man, dass viel Licht mit hohem Blauanteil während des Tages und schummriges Licht mit geringem Blauanteil von Vorteil für einen guten Schlaf ist. Leider genügt aber auch nur wenig falsches Licht, um einen gesunden Schlaf zu stören. Für viele Tiere sind die negativen Auswirkungen
noch wesentlich schlimmer als für uns Menschen. Es gibt beispielsweise nachtaktive Tiere und sie erfüllen wichtige Aufgaben im Ökosystem. Sie benötigen die Dunkelheit. Kennst du solche Tiere? Fledermäuse vielleicht? Ganz genau, Fledermäuse. Sie sind ein sehr gutes Beispiel. Einige Arten reagieren sehr, sehr kritisch auf weißes Kunstlicht. Stark beleuchtete Straßen werden für sie zu großen Hindernissen, die sie nicht überqueren können. Und das hat negative Folgen für die Tiere und für den gesamten Lebensraum. Inzwischen werden deshalb in manchen Orten, besonders in Holland, die Straßen mit Rotlicht beleuchtet. Fußgänger finden trotzdem ihren roten Weg. Und rotes Licht stört die Tiere nicht. Ähnliche Lösungen gibt es auch für die Probleme, die Meeresschildkröten haben, damit deren Junge, die zumeist bei Vollmond ausschlüpfen, ihren Weg ins Wasser zurückfinden. Aber auch für Zugvögel, die sich sonst verirren könnten. Allerdings brauchen auch Pflanzen Dunkelheit. Sie nutzen zwar Licht zur Photosynthese, wachsen dann besser, wenn der Tag länger ist, aber eben nicht unbegrenzt. Sie brauchen zumindest einige Stunden Ruhephase, Dunkelheit, so wie wir eben den Schlaf brauchen. Marcel, du interessierst dich ja für Sterne und kennst sicher die Milchstraße. Ja, klar. Früher konnte man sie von jedem Ort der Erde aus zu gewissen Zeiten des Jahres sehen. Das ist aber heute wegen der Lichtverschmutzung an vielen Orten nicht mehr möglich und auch in Vorarlberg nicht mehr ganz einfach. Wir können es trotzdem zusammen einmal versuchen. Das funktioniert allerdings nur im Sommer und am besten in einer klaren Neumondnacht. Dafür gehen wir zuerst einmal in ein Ortszentrum mit viel künstlichem Licht und schauen hinauf in den Himmel. Danach suchen wir uns einen dunklen Ort, möglichst weit entfernt von einer Stadt, und sehen dort erneut den Himmel. Mal sehen, was für einen Unterschied das ausmacht. Sollen wir das machen, Marcel? Ja, unbedingt. Ja, natürlich. Im Sommer, ganz sicher. Ich hol dich ab und vielleicht gehen sogar Mama und Papa mit. Und vielleicht fragt ihr, liebe Kinder, eure Eltern auch, ob sie das mit euch machen wollen. So, damit wären wir jetzt am Ende der Kinderuni. Jetzt fällt uns nur noch die Frage für eure Teilnahmebestätigung. Marcel, magst du sie stellen? Klar, da kommt sie. Wie nennt man den Vorgang, den Josef Priestley 1772 entdeckte, durch den Pflanzen aus CO2 Sauerstoff erzeugen? Ist das A, Photosynthese, oder B, Polarisation, oder C, Lichtverschmutzung? Sendet eure Antwort per E-Mail an kinderuni@fhv.at. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.